Wir arbeiten alle mit einem wahnsinnig teuren Material, mit einem sehr empfindlichen Material und dementsprechend wird eben halt wirklich gut zusammengearbeitet. Das Teamwork gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Mein Name ist Ingo Graul, ich komme gebürtig aus Bremen, bin 53 Jahre alt und bin eben halt der Fahrer und der Manager vom Heli-Shuttle. Airbus Aviation macht eigentlich Hubschrauberlackierung. Um Hubschrauber zu den Lackierstellen zu fahren, dafür haben wir den Heli-Shuttle eigentlich entwickelt. Wir transportieren nicht flugbereite als auch flugbereite Hubschrauber. Airbus Helicopters bucht eben halt den Heli-Shuttle sehr häufig. Gerade bei den Transporten von dem großen Hubschrauber, von dem 225, der auch als Super Puma bekannt ist, der passt bei uns drauf. Da sind wir eben halt mit dem Heli-Shuttle weitaus günstiger und schneller, als wenn er geflogen wird. Heute transportieren wir den 225. Den hat der Heli-Shuttle hier nach Kassel-Calden gebracht, zu Airbus. Da ist er aufgerüstet worden, umgebaut und wird jetzt per Seefracht nach China verfrachtet. Wir transportieren den hier von Kassel-Calden nach Bremerhaven. Da haben wir die Ausmaße von 24 Metern Länge. Wir sind 3,85 Meter breit und wir werden eine Fahrhöhe haben von 4,20 Meter. Bei dem Transport, da ist der Rotorkopf demontiert, weil mit dem Rotorkopf hätten wir eine Höhe bei 5 Meter. Beim Laden setzen wir das Tiefbett ab und der Schwanhals, der das Tiefbett normalerweise hält, bleibt an der Zugmaschine dran. Wir können mit einem Schubfahrzeug den Hubschrauber auf unser Tiefbett draufschieben. Wir unterliegen nicht nur normalen Sicherungsmaßnahmen für den Straßenverkehr, sondern wir unterliegen sogar den Sicherungsmaßnahmen von der Flugaufsicht. Wir haben an jedem Hubschrauber gewisse Punkte, spezielle Sicherungsösen, die auch sehr, sehr teuer sind, um eben halt das Fluggerät auf dem Tiefbett zu sichern. Weil wir mit wahnsinnigen Werten zu tun haben und dementsprechend eben halt auch mit den Kunden, erwarten die natürlich ein astreines Auftreten, was den Fuhrpark angeht, als auch was uns Fahrer angeht. Wir fahren Mercedes Actros 1848 mit Gigaspace, mit der ganz großen Kabine. Weswegen wir uns eben halt auch für den Mercedes Actros entschieden haben, ist der gerade Boden. Ich habe selbst eine Größe von 1,96. Das heißt, umziehen im LKW ist überhaupt gar kein Problem. Schaut das hinten aus, ist alles in Ordnung? Im Anschluss von diesem Transport fahre ich ganz hoch nach Norwegen. Das sind natürlich alles traumhafte Touren. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.